Raus aus der Uni, rein in die Praxis. Sich gemeinsam einer Real-Life-Challenge stellen bei den Projektwochen 2023. Einem neuen TUM-Lehrformat für alle Studierenden. Neue Menschen treffen, Aufgaben lösen an unbekannten Orten und Credits sammeln. Also ich muss sagen, das ist, glaube ich, echt eines der coolsten Projekte, die ich bisher gemacht habe. Wir nehmen euch mit ins Forschungszentrum Geriatronik. Richtig cool ist, dass wir hier eigentlich 4 Tage zusammen in Garmisch-Partenkirchen sind und wirklich zusammen wohnen, zusammen leben, zusammen arbeiten. Wir treffen den Sportverein MTV München zum Kundenbriefing. Ich bin total gespannt darauf, was morgen passiert. Und im Theaterlabor designen wir etwas andere Games. Ich fand es wirklich sehr toll. Es war sogar über meinen Erwartungen. 3 von 30 Projekten rund um Nachhaltigkeit, Digitalisierung, künstliche Intelligenz oder Entrepreneurship. Denn die Projektwochen bieten Studierenden die Möglichkeit, interdisziplinär zu arbeiten. Gemeinsam mit Lehrenden an Fragen aus dem wirklichen Leben, mit Blick auf die Herausforderungen unserer Zeit. Fotoshooting in Garmisch-Partenkirchen mit Garmi, dem Star des Forschungszentrums Geriatronik des Munich Center of Robotics and Machine Intelligence, MIRMI. Die TeilnehmerInnen der Projektgruppe Responsible Robotics sind neugierig auf Garmi. Garmi ist 5 Jahre alt und wiegt etwas mehr als 100 Kilo. Sein Wert lässt sich allerdings kaum in Zahlen ausdrücken, bemisst er sich doch vor allem aus geistigem Eigentum, aus anspruchsvollen Algorithmen. Garmi ist ein Assistenzroboter, gedacht für den Einsatz zu Hause, insbesondere um alte Menschen im Alltag zu unterstützen, auch therapeutisch, zum Beispiel mit Bewegungsübungen. Eine Studentin testet diese Funktion. Mit Fähigkeiten wie dieser hilft Garmi vor allem angesichts 2 realer Probleme: der Überalterung und dem Pflegemangel. Künstliche Intelligenz im Dienst der Gesellschaft. Relevant und faszinierend. Für mich ist immer die Schnittstelle Mensch, Gesundheit und Technik hochspannend. Und ich glaube, da gibt es entsprechend nichts Aktuelleres als Roboter im Gesundheitswesen. Entsprechend war die Projektwoche für mich ja ein No-Brainer. Location-Wechsel ins Sportzentrum zur Gruppe Behavioral Economics und ihrem Auftraggeber, dem MTV München 1879 e.V. Geschäftsführer Veit Hesse im Austausch mit den Studierenden oder besser gesagt bei ihrem Briefing durch den Kunden. Ein echter Fall aus dem wirklichen Leben. Der renommierte Sportverein möchte bis 2030 klimaneutral werden. Hier sind die Ideen der Studierenden gefragt. Denn Nachhaltigkeit wird beim MTV ernst genommen. Wir sind einer der größten Sportvereine in München und wir sehen, dass wir eine soziale Verantwortung haben, als auch eine nachhaltige Verantwortung für unsere Mitglieder, für die nachfolgenden Mitglieder und Generationen. Und wir haben hier eine Möglichkeit, als Multiplikator viel zu erreichen, denken wir. Deswegen ist uns das Thema Nachhaltigkeit wichtig. Um Ihren Kunden dazu optimal und kreativ zu beraten, ein Bündel aus maßgeschneiderten Umsetzungsideen zu präsentieren, dafür bekommt die studentische Gruppe Support von Lehrendenseite. Ja, unsere Studierenden nutzen eben Nudging-Ansätze, um die Mitglieder zu motivieren, machen Vorschläge mit Apps und so weiter, wie man die Mitglieder einbinden kann, bekommen aber selber auch Team-Coachings, Einzel-Coachings. Sie lernen Ansätze aus dem Design-Thinking und Präsentationstechniken haben wir ihnen auch vermittelt. Also wir hoffen, dass sie auch ihre Abschlusspräsentation wirklich souverän über die Bühne bringen und tolle Ideen an den MTV weitervermitteln. Und die Zeit drängt. Es sind nur noch 24 Stunden bis dahin. Während hier die besten Ideen abgestimmt und angepasst werden, erschaffen die Studierenden im Theaterlabor der Kammerspiele im Share in Neuperlach digitale Welten. Wir sind beim Game Jam. Einem etwas anderen Game Jam, wie der Workshop-Titel bereits verrät. Reflecting Science, Technology and Society through Game Design. Ich hatte also auch schon öfter an Game Jams teilgenommen und ich hatte jetzt mit einem Kumpel gesehen, weil wir brauchen noch Credits ein bisschen und dann haben wir gesehen, oh, es gibt ein Game Jam. Und dann war das natürlich sehr verlockend. Ich fand es auch ganz cool dann, weil wenn man normalerweise auf einem Game Jam ist, hat man immer irgend so ein random Thema. Und hier hat man mal ein bisschen mehr so ein, man hat auch so ein Thema vorgegeben, aber da steckt irgendwie von Anfang an schon mehr dahinter und das hat halt eben irgendwie diesen wissenschaftlich-society
so diesen Aspekt noch mit dabei und das fand ich eigentlich ganz cool. Konkret zeigen die Studierenden die Verflechtungen und Abhängigkeiten eines illegalen Wirtschaftssystems auf, dem Coca-Anbau in Südamerika. Zurück ins Mirmi, zur nächsten Station, Motion Capture. Kameras filmen nicht die Person, sondern sehen nur die Reflexionen der Marke am Körper dieser und können so deren Position bestimmen. Notwendige Daten, um Garmi sich so menschlich wie möglich bewegen zu lassen. Eine Herausforderung. Man merkt einfach jeden Tag in der Arbeit mit Robotern, wie gut der Mensch gebaut ist, also wie gut wir funktionieren und dass es wirklich ziemlich schwierig ist, das auf einen Roboter zu übertragen. Um Garmi stetig weiterzuentwickeln, braucht es ein interdisziplinäres Team. Das bietet Chancen. Ich bin auch gerade auf der Suche nach einer Masterthesis. Ich fand es total schön zu sehen, dass auch mein Bereich hier gebraucht wird und wer weiß, vielleicht ergibt sich da auch was in Zukunft. Wie erfüllend ein Arbeitsalltag hier aussehen kann, im TRUM-eigenen Geriatronik-Forschungszentrum. Auch dazu gewähren die Mitarbeitenden gern einen Einblick. I learn something new every day. It's very flexible. I don't have a set task that I accomplish for each day. We have aims and objectives for like longer periods of time and we try to learn what exists out there, how it is done and then try to apply the findings we find in the literature to our own research and then try to push the boundaries of science even further. München. Überraschungsbesuch beim MTV. Alvine Mohnen leitet den Lehrstuhl für Unternehmensführung an der TUM School of Management. Die Professorin möchte sich vor Ort einen Eindruck machen. Ja, die Projektwochen sind ja ein neues Lehrformat der TUM, was ich unheimlich spannend und wichtig finde für unsere Studenten, aber auch für die gesamte TUM, weil die Lehre, auch eine interdisziplinäre Lehre, eine Basis für interdisziplinäre Forschung darstellt. Zudem haben wir hier Studenten aus verschiedenen Gruppen, aus verschiedenen Fächern, aus verschiedenen Kulturen, die lernen auf diversen Ebenen und gehen auch deshalb so ein Thema wie Sustainability in sehr diversen, unterschiedlichen Facetten an, was extrem hilfreich ist. Hier eine kleine Stichprobe in Sachen Interdisziplinarität. Resource efficient and sustainable building. Aerospace Engineering. Management and Technology. Science Technology Studies. Consumer Science. Interdisziplinär und international geht's auch beim Game Jam zu. Und um viel mehr als nur Gaming. Was an Spielen so spannend ist, ist, dass sie sind ein Medienformat von vielen. Also es gibt auch Literatur und Film und Serien. Aber bei Spielen konkret kann man nicht nur fiktionale Welten aufbauen und sich in andere Welten hineindenken und andere Szenarien, sondern auch, dass man als Spieler in die Handlung mit eingreift, dass man Entscheidungen treffen muss, dass man so aktiv interagiert. Und zugleich setzen sich die Studierenden mit einer sozialwissenschaftlichen Perspektive auseinander. Völlig anderes Setting, aber eine ähnliche Herangehensweise bei der Gruppe Responsible Robotics. Wir helfen den Studierenden, ein bisschen über den Tellerrand hinauszublicken. Oftmals geht es ja darum, Prototypen zu bauen, Technologien zu entwickeln, die ein bestimmtes Problem lösen. Und was wir hier versuchen, den Studierenden näher zu bringen, ist, verschiedene Perspektiven dabei zu berücksichtigen. Und die Perspektive von Betroffenen, von Leuten, die außerhalb technologischer Disziplinen auch arbeiten. Und ich glaube, dass die Studierenden dafür ein Gefühl bekommen, das versuchen wir ihnen hier zu vermitteln. Und dann haben die Studierenden einen Tag Zeit, sich auszutoben und die Forschungsprojekte zu erarbeiten und dann zu präsentieren. Die Inhalte ihrer Präsentation hat das Team Behavioral Economics mittlerweile festgezurrt. Der erste Punkt ist, dass wir uns auf die Ressourcenverwendung im Verein fokussieren wollen. Also zum Beispiel bei den Duschen haben wir uns überlegt, dass man einen Knopf anbringt, an dem man sieht, sobald die vorgeschlagene Duschzeit, also ideale Duschzeit um ist, dass der rot wird und das praktisch die Menschen dazu bewegt, kürzer zu duschen. Und zum anderen messen wir dadurch auch, wie lange die Menschen duschen. Dann wollten wir gerne überall Mülleimer aufstellen mit Recycle-Optionen, sodass man wirklich das ganz einfach hat und einfach kurz den Müll richtig entsorgen kann. Zum anderen Wasserspender überall im ganzen Verein, wo man seine wiederverwendbaren Flaschen auffüllen kann. Und zum anderen haben wir uns überlegt, dass die App besser nutzbar gemacht werden soll. Und zwar zum Beispiel auch in dem Bereich Secondhand Fashion, weil wir dachten, wir könnten sehr gut, dass man da Sportklamotten austauscht innerhalb der App, dass praktisch jeder die Möglichkeit hat, günstige Sportklamotten zu erwerben und die nicht unnötig weggeschmissen werden, weil wir auch viele Kinder hier haben. Innovative Ansätze für die Präsentation für den Kunden. Und der ist schon ziemlich neugierig. Ich bin echt total gespannt auf den morgigen Tag.
Echte Arbeitswelt, echte Aufgaben, echte Erfahrungen bei den Projektwochen 2023. Wenn man so mit echten Leuten, mit echten Situationen, mit echten Aufgaben arbeiten muss, öffnet das auch die, ja, die Perspektiven, um eigentlich bessere Lösungen zu entwickeln. Es ist super cool, weil man echt viel lernt, auch so diese methodischen Ansätze mit Design Thinking, wie man eine Präsentation macht. Wir haben uns gestern auch zum ersten Mal praktisch selber gesehen, wie wir was präsentieren, war auch super hilfreich. Ich habe nicht erwartet, dass ich wirklich so viel Spaß hätte und hier auch sehr viele Freunde gefunden hätte. Ich glaube, wir kommen nächstes Jahr definitiv wieder. Wir haben das Gefühl, dass die Studierenden auch wirklich profitieren davon, dass sie auch Spaß haben. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und wir werden auf alle Fälle nächstes Mal wieder dabei sein. Konkret bei den Projektwochen 2024 mit noch mehr spannenden, fachübergreifenden Angeboten.